In der Fußball-Oberliga stand am Sonntag der 23. Spiel auf dem Programm mit gleich drei Südtiroler Derbys. Naturns musste sich vor heimischem Publikum den Tabellenzweiten Bozner FC geschlagen geben. Die Dalferstädter gingen in der 21. Minute mit Klaus Drescher in Führung. Und nur 7 Minuten später gelang Olaf Stark der Ausgleichstreffer zum 1:1. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit erzielte Fabio Bertoldi mit seinem 26. Saisontor den 2:1 Siegestreffer für den Bozner FC. Naturns muss damit weiterhin auf den ersten Sieg im Jahr 2017 warten und rutscht der Tabelle auf den 10. Rang ab. Noch prekärer ist die Tabellensituation bei Schlusslicht Eppan. Die Überretscher verloren in St. Georgen 0:1. Das entscheidende Tor für die Pusterer erzielte Philipp Schwingshackl. Nach dieser Niederlage sind die Eppaner in der Tabelle bereits 12 Zähler vom retteten Ufer entfernt. Im dritten Rhein-Südtiroler Aufeinandertreffer, der Begegnung zwischen den beiden Aufsteigern Obermais und Weinstraße Süd, behielt der Meraner Stadtklub nur knapp mit 1:0 die Oberhand. Und hier noch alle Ergebnisse der 23. Runde. Alense Arntal 1:1, Brixer verliert zu Hause gegen Lavis 0:1, Komano fegt St. Martin 6:1 vom Platz, Naturns Bozner FC 1:2, Obermais Weinstraße Süd 1:0, St. Georgen Eppan 1:0, Tramin gewinnt gegen Akkord 2:1 und Trient schlägt Calcio Chiese 3:1. In der Tabelle führt Trient weiterhin mit 64 Zählern und 12 Punkte Vorsprung auf den Bozner FC. Trient hat aber eine Begegnung nachzutragen. Dahinter drei weitere Südtiroler Mannschaften, Obermais, Tramin und St. Georgen. Ganz unten in der Tabelle auf Rang 10 Naturns mit 26 Zählern, punktegleich mit Lavis, Arntal und St. Martin. Dann Weinstraße Süd 19, Alense 16 und Eppan bleibt schlusslich mit 14 Punkten.